Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei mir auf dem Kanal. Heute, Freunde, hat mich DJI nach Monaco eingeladen, denn sie stellen eine neue Drohne vor, nämlich die DJI Air. Und ich freue mich schon mega damit zu fliegen zum ersten Mal. Und ja, ich bin mal gespannt, ob ich dann meine Mavic, die ich hier habe, und meine Spark noch benutzen werde. Denn das soll irgendwie so eine Mischung aus beiden sein und ich freue mich extrem. Deswegen würde ich sagen, gehen wir ab nach Düsseldorf und da aus fliegen wir nach Paris und von Paris aus nach Monaco. Ich war übrigens noch nie in Monaco, das wird bestimmt sehr spannend. Los geht's. Das sind doch die Reichen und Hässlichen, ne? So, Freunde, wir sind in Monaco angekommen. Herrlich! Den besten Parkplatz hier direkt. Gleich zusammen. Wunderschönes Wasser. Alles ist hier teuer, selbst der Boden, auf den du gehst. So. Dieser Stein da, ist Diamant. Jeder einzelne. Ja, jeder einzelne. Also die Location ist auf jeden Fall schon mega mäßig. Jetzt habe ich hier noch den lieben Chen getroffen. Wir haben extrem wenig Zeit hier, gleich die DJI Air zu testen. Wir haben gerade mal 3 Stunden, dann müssen wir wieder zurückfliegen. Das ist ein richtig hartes Hardcore-Programm hier. Und ich hoffe, dass ich die gleich überhaupt noch in die Hand kriege. Dafür bin ich doch da. Sensing obstacle is on the ground for precision landing and also to detect, for example, if you would try to land on a rock, then I would say it's not a suitable location for the landing. Detect my hand. Start taking off. And now I can use my hand. Control. Walk around. And it will automatically start tracking me. So if I'm walking around, the drone will automatically follow me. This is the most intuitive way how you can control a drone. And you can actually like see how precisely it can manage the movement of my hands. So I can fly really what I'm doing with my hands. Die nächste Steuerung scheint auf jeden Fall noch präziser zu sein wie bei der Spot. Bereiche sieht ihr feierlich. Dankeschön. Das erste Mal DJI Air in der Hand, Freunde. Das ist gar nicht mal so schwer. Circa 400 Gramm, 500 Gramm ist das. Die sieht doch gut aus, oder? Die hat so einen richtigen Roboter-Look, finde ich. Ja, ich finde, das ist so eine Mischung zwischen der Mavic Pro und der Spark. Was hat Casey gesagt? Die ist elegant. Finde ich auch. Muss mal kurz die Kamera halten. Ja, klar. Dankeschön. Weil ich will wissen, wie man das Ganze faltet. Ist das richtig so? Nein, schon mal falsch rum, ne? Guck, da haben wir schon den ersten Fehler gemacht. Nach unten. Zuerst die vordere Teile. Nein, auch nicht. Dann musst du die hintere musst du zuerst falten. Habe ich gemacht. Und jetzt musst du. Du musst die noch zusammenfalten. Ach, hä? Wie kann man die zusammenfalten? So. Ah! Es zeigt sich als etwas schwerer. Hier fehlt noch was ist das denn? Und hier den. Nee, warte, du musst erst den falten und dann den drauffalten. So. Hey, warte mal, erst so, dann so und dann so. Okay, jetzt mach ich noch selber. Guck mal, wie klein das ist. Passt das in die Tasche? Tatsächlich. So, ich falte das Ding jetzt zum ersten Mal auseinander. Zusammengefaltet hat ein bisschen länger gedauert. Also ist gar nicht mal so einfach, weil die Propeller, die gehen ja auch nicht zu. Nee, ne, das ist neu. Genau. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Es stört jetzt nicht so, oder? Was würdet ihr sagen? Stört das jetzt so? Ein bisschen schon. Wenn man das hier hinten zusammendrückt, dann ist es hier vorne spitz. Ja, das steht immer so ein bisschen ab. Mhm. Aber es ist wahrscheinlich einfach stabiler, ne? Ja, vermutlich ja. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ihr es zugemacht hättet. Also, das ist einmal die Drohne, wie gesagt, die wiegt echt gar nichts. Sehr cool. Hier haben einer die Klappe. Das muss man so entfernen. Das Anbringen funktioniert auch ziemlich leicht. Das hat mich übrigens immer irritiert bei den anderen Drohnen, dass das Ding anzubringen sehr, sehr anstrengend und unangenehm. Und das machst du halt normalerweise nicht. Und das hat dann später so verursacht, dass du halt immer Probleme hast mit der Kamera. Aber das ist echt gut gelöst, finde ich. Es funktioniert. Diese Drohne ist auf jeden Fall eine Mischung zwischen der Mavic und der Spark, was ich ziemlich cool finde. Preislich liegt die auch so ungefähr dazwischen. Das ist bei 850 Euro kostet diese Drohne. Und natürlich gibt es auch hier ein Flymore-Kombo. Wenn ihr zum Beispiel mehr zusätzliche Sachen dazu haben wollt, dann kostet die natürlich 1000 Euro ungefähr um den Dreh. Dann bekommt ihr natürlich noch viel mehr Propeller, Propellerschutz, weitere Akkus und so weiter und so fort. Wir holen einmal den Akku raus. So sieht er aus. Ist ein bisschen größer wie der von Spark, aber kleiner wie der von der Mavic, selbstverständlich.
lässt sich auch sehr gut anbringen. Wir haben insgesamt 7 Kameras, die die ganze Umgebung erfassen, mit der Hauptkamera eingeschlossen. Insgesamt haben wir 3 hier vorne mit der Hauptkamera, dann haben wir hier hinten nochmal 2 weitere Kameras. Dann haben wir auf der unteren Seite 2 weitere Kameras mit jeweils Sensoren, die, wie gesagt, die ganze Umgebung halt erfassen, damit das halt nicht gegen Sachen fliegt. Ich habe eben gerade die Gestensteuerung angeguckt und die funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Also die funktioniert noch viel besser wie bei der Spark. Gefällt mir sehr gut, aber die Gestensteuerung ist eher so ein Gimmick, das braucht man, wenn man Consumer ist, wenn man Filmemacher ist, wird man es eher seltener benutzen. Da braucht man eher die Fernbedienung dazu. Die Kamera selber hat ein 3-Achsen-Gimbal. Es kann 4K-Aufnahmen machen und wenn ihr zum Beispiel Slow-Motion machen wollt, geht das Ganze natürlich nur in HD, nicht in 4K. Aber wie gesagt, es hat aber Slow-Motion, was ziemlich cool ist. Ich finde es gut, dass die so extrem klein ist. Ohne Scheiß, das passt wirklich in meiner Tasche rein. Wenn ihr es in der Tasche mitschleppen wollt, ist das echt kein Problem. Worüber ich sehr froh bin, ist, dass die Fernbedienung tatsächlich wieder ein Kabel hat. Das hatte die Spark tatsächlich nicht und das hat mich immer gestört, weil man verschiedene WLAN Verbindung hat, sowohl zu der Fernbedienung als auch zu der Spark selber. Und das hat immer so ein bisschen gestört, dass das Ganze nicht richtig funktioniert. Das hat mich ein bisschen genervt. Hier haben wir wieder ein Kabel, bin ich sehr froh drüber. Steckst du dein Smartphone rein und kannst dir direkt loslegen. Was eine Besonderheit, was das Ding hier auch noch hat, falls ihr mal die Speicherkarte vergessen solltet, ist tatsächlich hier vorne ist eine integrierte 8 GB, soweit ich das verstanden habe, 8 GB SD-Karte schon vorhanden. Das heißt, selbst wenn ihr die Speicherkarte vergesst, ist eine eingebaut und ihr könnt das Ganze filmen ohne Probleme, ohne Speicherkarte. Aber selbstverständlich ist auch ein Slot, um die Speicherkarte reinzustecken, falls ihr mehr Gigabyte braucht und so weiter. Das Ganze funktioniert hier übrigens über USB-C. Das heißt, ihr könnt einfach die DJI Air einfach an eurem Computer anschließen und dann könnt ihr die Daten runterladen. Wie gesagt, ich finde das ein sehr cooler Move von DJI, dass man tatsächlich eine integrierte Speicherkarte hat von 8 GB. Das erleichtert einem das Leben. Wie gesagt, ich vergesse sehr oft, die Speicherkarte reinzulegen und dann stehst du da und kannst es nicht aufzeichnen. Klar, man kann es auch mit dem Smartphone aufzeichnen, aber mit dem Smartphone aufzunehmen ist meist keine gute Idee. Da hast du Verbindungsabbrüche und dann ist das Bild einfach nicht gut genug und so hast du natürlich diese Probleme nicht mehr mit der eingebauten Speicherkarte. Mega geil. Und das ist hier mein Google Pixel XL und guckt euch mal die Größe an. Es ist genauso groß wie mein Smartphone. Unglaublich. Ich kann es hinter mein Smartphone verstecken. Das ist wirklich unglaublich klein. Nur damit ihr so ungefähr eine Vorstellung habt, wie klein die Drohne tatsächlich ist. Also das Ganze mit dem Ausklappen ist noch ein bisschen, muss man sich erstmal reinfuchsen, aber sobald man es irgendwie halbwegs drauf hat, funktioniert das eigentlich sehr gut. Wie gesagt, ich hätte mir hier gewünscht, dass die Propeller dann zuklappen kann. Das geht nicht, leider. Bei der Fernbedienung hat sich nicht viel geändert, aber eine Sache, die ist richtig cool, wie ihr seht, die Pnüppel hier sind komplett weg. Ihr müsst hier aufklappen und dann findet ihr die hier, oh, die ist schon ein bisschen lose, und dann könnt ihr die tatsächlich hier reinschrauben, was ziemlich komfortabel ist und ziemlich cool, gerade wenn ihr das Ganze in einen Rucksack reinpacken wollt und das Ding sich immer so knickt und das Fernbedienung kaputt macht. Das ist natürlich sehr geil gelöst von DJI. Oh, natürlich dürft ihr die Dinger nicht verlieren. Zack. Wichtiges Feature, das ich beinahe vergessen hatte zu erzählen, ist tatsächlich, man kann die Drohne auf der Hand landen lassen und wenn man sie dann in der Hand hält und sie dreht, dann geht die automatisch aus, was richtig cool ist. Man muss dann nicht mehr am Controller rumfummeln. Das heißt, ihr landet es in der Hand, dreht es einmal oder kippt es einmal und dann geht die Drohne einfach aus. Und das ist echt praktisch. Wie gesagt, man muss nicht mehr am Controller rumfummeln und das dann verletzt man sich schnell und so weiter und so fort, aber das funktioniert sehr gut. Ein weiterer Punkt, was ich auch vergessen habe zu erwähnen, ist tatsächlich, dass die Drohne nicht, also die erkennt den Untergrund. Das heißt, wenn ihr über einen Pfütze oder über einen Bach oder was auch immer landen wollt, wird das nicht funktionieren, denn die erkennt, dass es Wasser ist und dann fliegt die automatisch woanders hin und landet dort. Das heißt, ihr kennt Wasser, was ziemlich cool ist. Ich habe mich dann auch gefragt, was passiert eigentlich bei Regen? Gut, bei Regen sollte man natürlich nicht mit der Drohne rumfliegen, dann ist es auf jeden Fall schlecht, aber was passiert, wenn auch immer ein Regenschauer kommt, das weiß ich noch nicht, das habe ich noch nicht getestet, das müsste ich noch mal testen, aber theoretisch landet es nicht da, wo Wasser ist, was ein sehr cooles Feature ist. So, Freunde, jetzt bin ich endlich dran mit dem lieben Daniel. Hallo. Der wird mir jetzt zeigen, wie man die Drohne fliegt. Ich kann das schon, aber ich bin mal gespannt. Zeig ich dir mal richtig. Genau. Willst du irgendwas sagen, was die Drohne so besonders kann, was wichtig ist zu sagen hier meinen Zuschauern? Ich glaube, genau. Ich habe schon ziemlich viel gesagt, aber vielleicht hast du noch irgendeinen Punkt, was noch cool wäre. Also das neueste, interessanteste Feature ist Smart Capture.
dass du die Drohne mit der Hand steuern kannst. Ja. Wir kennen das schon von der Spark. Da war das aber relativ limitiert von der Distanz. Okay. Jetzt haben wir wirklich eine Reichweite von bis zu 6 Metern. Und du kannst dann auch immer noch mit deiner Hand innerhalb von 6 Metern Abstand der Drohne zeigen, was sie machen soll. Du kannst ein Video starten, du kannst ein Foto starten. Und man braucht die Fernbedienung und kein Smartphone. Also weder die Fernbedienung noch das Smartphone. Das heißt, man klickt auf den Knopf. Genau, du kannst auch nur mit der Hand und mit der Drohne machen. Natürlich empfiehlt es sich immer, trotzdem die Fernbedienung oder das Smartphone verbunden zu haben, dass wenn irgendwas ist, dass du eingreifen kannst. Okay. No risk, no fun bei mir. Wir machen einfach. Wir haben zwei verschiedene neue Modis. Wir haben zum einen den neuen Panorama-Modus, wo du dann ein Panorama-Bild machen kannst, 180 Grad oder nur ein großes Bild mit, ich glaube, 12 Bildern ist es. Oder eben dieses 4 und das ist 63 Grad. Okay. Und dann haben wir noch den neuen Quickshot-Mode und der macht quasi einen Drone, also die Drohne fliegt von dir weg und dann, wenn die Drohne den Endpunkt erreicht hat, macht es dort diesen 4 Panorama-Shot. Und macht die beiden zusammen. Das können wir mal ausprobieren. Das will ich gerne haben. Okay, dann will ich gerne meinen Zuschauern dann zeigen. Ding. Weil das ist so ein Modus, das habe ich noch nie nirgendwo gesehen bei so einer Kamera oder bei so einer Drohne. Finde ich, das richtig cool. Was hältst du von der DJI Air? Sag mal. Soll ich ehrlich sein oder? Ja, klar. Achso. Ich meine, du bist auch Drohnenexperte. Nee, dein Blog hast du so oft Drohnen. Ich glaube, du hast alle getestet von DJI, die es so gibt. Tatsächlich, ja, hatte ich das Privileg, alle testen zu dürfen. Und ich hatte jetzt auch vorab schon eine Vorversion, die super viel Spaß gemacht hat. Ich habe alle Funktionen schon durchtesten dürfen. Ich finde es halt spannend, dass die so viel Power in so einen kleinen, kompakten Körper reinkriegen. Oh, Freunde, seht ihr diese Wolken? Oh Gott, die kommen auf uns zu. Nicht gut. Ja, 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 die Mavic Rail geht ein bisschen schneller wie die. Oh, kriegt die DJI Panik, wenn ich ein bisschen tiefer fliege? Er ist gleich komplett am Ausreißen. Also ich muss sagen, die Mavic ist ein bisschen aggressiver unterwegs für die. Aber die fliegt sich trotzdem schnell um gut. Hui!